Aber das ist zu viel Arbeit, glaube ich, oder? Das können wir ja schon ruhig zeigen, was wir da so auswählen und machen. Ich nehme jetzt wieder Erde und zwar die sogenannte Steinform. Mhm. Eine undurchdringliche Schicht aus Gestein umgibt den Spieler für eine kurze Zeit und fördert die Regeneration. Jegliche Bewegung wird dadurch aber unmöglich gemacht. Ja. Vielleicht in Bosskämpfen ganz cool. Ja. Wenn's klappt, ne? Wenn's klappt bei denen. Ja, das stimmt natürlich, ne? Steinform. Müsste ich mal gleich ausprobieren. Ich bin neugierig. Beim nächsten Gegner werde ich den mal aktivieren, Zauber. Ja. Da bin ich jetzt mal ein bisschen neugierig. Haben wir die Hülle jetzt komplett? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Das haben wir. Und schon wieder. Und jetzt ist es wieder hell. Ja, so nebelgrau hell. Ja, also der Morgen bricht an. Okay. So. Na kommt, Gegner, ich will den Zauber aktivieren. Genau, so. Ach so. LOL. Ach so. Cool. Toll, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Toll. Und ich kann auch nicht angreifen. Aber deswegen... Also, du musst dich halt dann in so einem Steinhaufen verstecken. Ja. Dann könnt ihr Monster drauf klopfen oder der Boss. Und dann passiert halt nichts. Das sieht wahrscheinlich nichts aus. Halt, genau. Ist halt auch ziemlich cool dann zum Ablenken so. Jeden. Ja. Dann kann ich schon weiter draufholzen. Genau, wenn zu viele Gegner sind. Genau, dann könnte ich den auch aktivieren, den Zauber. Genau. So in Notsituationen ist das schon ganz, ganz nützlich. Auf jeden Fall. Ja. Das ist dann eine sehr gute Strategie. Wenn es dir auch gefällt. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Muss dir ja auch gefallen, ne? Ja, mir gefällt so oder so, weil ich ja keinen Schaden bekomme. Aber es soll ja dir und auch den Zuschauern gefallen. Schild der Nadeln, weil da Nadeln drauf sind auf dem Schild. Mhm. Ist es denn gut, ist die andere Frage. Stricknadeln auf dem Schild. Aha. Genau das meine ich. wir haben da schon alles aufgedeckt. Okay, dann müssen wir jetzt nach Norden. Okay. Gehen wir nach Norden. Ich gehe da halt immer nur hinterher. Ich weiß ja nicht so, wo es lang geht hier. Ich halte mich durch die Karte immer ein bisschen schlau. Deswegen. Ach so, okay. Deswegen öffne ich manchmal, ja, manchmal ist untertrieben, öfters dann halt auch die Großkarte. Dann kann ich mich auch ein bisschen besser orientieren. Durchdrücken der M-Taste. Ja. M wie Map. Oh yeah. Schakale Mencho in Akolytenform. Oh yeah, du hast es heute wirklich gut drauf, Toni. Das gefällt mir. Es ist eine einfache Kiste, Mann. Oh ja, und hier sind wieder Energietränke für Obwohl, einen nehme ich. Danke. Ja, ich geb dir einen, Moment. Okay. Ich geb dir einen. Hier hast du einen. Aus einem wird fünf. Okay, danke. sehr nett von dir. Danke. Ach ja, was ich noch anmerken wollte hier, ne, hier frohes Neues, meine getreuen Abonnenten und Zuschauer. Ach ja, und stimmt. Und gesundes neues Jahr und seid ihr gut reingerutscht. Ich denke mal, schauen wir doch schon. Ist zwar jetzt schon etwas zu spät dafür, aber nachträglich kann man das immer machen. Genau. Obwohl, ich habe das ja schon bei Metroid Zero Mission erwähnt gehabt mit frohes neues Jahr, deswegen. Ja. Ich habe das, glaube ich, zweimal erwähnt gehabt. Einmal bei Ende von Yoshi's Universal Gravitation und am Anfang von Metroid Zero Mission. Genau, so war das. Ja, durch die Arbeiterei, da ist das nicht so gegeben immer. Ja, das kommt immer auch drauf an, wann man die Videos auch hochlädt. Oder wann wir zusammenfinden und hier mal, ist ja auch nicht so oft. Ja, immer nur am Wochenende immer. Wenn es dann halt die Möglichkeit gibt, für so ein LP Together. Ja. Da weiterzuführen. Genau. Da gehören ja dann immer zwei Parteien dazu. Ja, deswegen heißt es ja auch Together, mein lieber Kollege. Ja. Und hier ist Allhaut. Moment mal. Allhaut. Moment, zack, weg. Du bist ein Flegel, weißt du das? Amulett des Scharfsinns? Ah ne, jetzt hast du ja gar nicht. Moment mal, Allhaut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Allhaut schon komplett hab. Giftsack Allhaut? Ich nehm's auch mal mit. Ja, nimm das mal mit und beim nächsten Karawanhändler gucke ich mal nach. Jo, ich hab nämlich noch Götterblut. Von den Göttern das Blut. Das weiß ich ja noch, weil eine eklige Masse aus Eider und Blut und Galle. Lecker, klingt schon gut. Das klingt gut. Steht das jetzt da in der Beschreibung? Ja, das steht in der Beschreibung, ja.
Jetzt ohne Shit. Ja, ohne Shit. Eine eklige so. Masse aus Eiter, Blut und Galle. Lecker. Von den Göttern, natürlich. Der Hautfetzen eines Wüstenals. Lecker. Ja, klingt gut. Ich werde das spätestens sehen, wenn du den Part hier hochlädst. Ja, hier, mit ihren Molotov-Cocktails gerade. Alter Schwede, ja. Und hier, Mein Campbewohner macht krass. Deinen okay. Meteorien-Zauber nichts aus, weil der besteht ja selbst aus Stein. Oder Gestein. Ja. Ultra-Mega-Meteoriten-Schauer. Ja. Also, Meteoriten-Schauer. Oh, Mann. Und hier ist noch so ein... Hier ist noch so ein leuchtender Stein da von diesen Telkinen da. Ja. Die hast du mal hier rausbeschworen lassen. Den wir bald auch erleben werden, live. Oh ja, das wird auch wieder ein lustiger Kampf. Wir hatten ja schon einen getroffen in Telkine. In Griechenland. Genau, da hatten wir auch schon einen. Und ich bin Level up gerade. Das hat man schon gerade gehört. Herzlichen Glückwunsch, Toni. So ein bisschen boom-mäßig so, wisst ihr? So ja, boom. Alles Gute, boom. Ja, alles Gute zum neuen Jahr. Boom, kriegst schon nächstes Level up. Ja, zum geil. Wenn man Geburtstag hat, tut man auch immer Level aufsteigen. Hattest du jetzt Geburtstag gehabt? Nee, aber zum Geburtstag steckt man ja auch immer ein Level auf. Ach so, okay. Ja. Jetzt dachte ich schon, du hattest Geburtstag gehabt. Nee, das dauert noch ein bisschen im März, erst so Ende März. Okay. Dann weiß ich Bescheid, Toni. Ich werde das nehmen auf jeden Fall und dann nochmal, ja, das könnte ein kleines bisschen dauern. 3 Stück habe ich noch übrig. Oh. 3 Stück, bin schon da. Und ich will noch dorthin kommen. So und so. Blim. So und hier mal für die. Mir fällt da gerade was ein, Toni. Machst du da jetzt Natur oder machst du da jetzt Ich mache jetzt gerade eben Natur, ja. Natur. Ja, dieser, wie lange? Ja. Wie lange dauert das, bis du die Wölfe bzw. die Nymphe beschwören kannst? Ist zwar bloß, ich habe mir das auch schon ein Bild rausgesucht so, aber wir tun das ja eh bloß durchzocken und so und da kommt es ja eh nicht so an auf was man da so macht jetzt. Und man tut es ja jetzt nicht so, ich sag mal, serious betreiben, also so Ernsthaftigkeit. Das soll jetzt bloß eh mal durchgespielt sein, damit man es mal gesehen hat. Da müssen wir jetzt auch nicht so unbedingt so irgendwelche Bilds da oder irgendwelche genauen Reihenfolgen da beachten, damit es ja perfekt funktioniert. Also es muss ja dann auch nicht so unbedingt immer sein, falls sich da jemand schon mal so gefragt hat. Genau. Warum wir da jetzt schon so abweichen von dem Baum, von dem eigentlichen Baum. Jupp, weil wir uns halt jetzt auch so entschieden haben. Muss ja dann auch nicht unbedingt. Mach ich das einfach mal so. Ha. Jetzt hast du aber meine Frage noch nicht beantwortet, Toni. Mal gucken, wo ist denn das? Ach, hier ist die. Cool. Wo die aus sind. Ich tue mal so hier machen. Steam steht. Ich tue mal hier. Die Nummer 5. Ha, und cool. Das ist ein Pet. Und die sieht doch toll aus. Sind wir 3 in der Gruppe? Ne, 4 sogar. Ja, und das ist eine Fernkämpferin. Also sprich wie du. Genau. Die cool, greift aus der Ferne. Hat einen Bogen. Genau, deswegen. Und sie hat auch tolle Buffs, wenn du die trainieren solltest. Jo, sind wir nämlich jetzt hier zu... Naja, wenn du jetzt noch deinen Albtraum beschwören würdest, dann wären wir zu fünft. Wir sind ja schon eine große Party, reicht das nicht? Ich mach's übertrieben. So wie... Ja, aber ich muss ja auch halt ein bisschen Rücksicht auf dich nehmen. Also, wenn du halt eine kleine Gruppe haben möchtest, dann okay. Jo, mal ein bisschen auf aggressiv schalten. So. Ja, die Nymphe musst du natürlich auch umstellen. Ja, ich brauche ja gar nichts mehr machen. Hallo? Diese... Guck mal, wie aktiv die ist, ey. Diese aggressiven Mädchen dann immer. in der Pubertät. Ja. Dann auch so aggressiv. Aber dementsprechend greifen die Monster auch jetzt nur noch die Nymphe an. Kann ich mich ja ganz auf Heilen konzentrieren. Wenn hier sowieso alles jetzt erledigt wird schon. Ja. Okay, cool. Oh, da unten ist ein Händler, das ist toll. Tot. Wir sind schon mittlerweile in der Wüste von Fayum. Fayum. Ich sag aber noch Fayum. Ja, okay. Fayum. Oh yeah. Ja, du benutzt gerne englische Begriffe. Man ja, hört. Doch, schon, ja. Ich kann ja nämlich noch mal so ein bisschen hier
Ja. Attribute, ach so. Wander, das sylvanische Nymphe, Wanders vertraute Fähigkeiten. Das ist nämlich der Bogenangriff, 9 bis 21 Durchschlagsschaden und 3% Reduzierung der Lebenskraft des Feindes. Und dann kannst du auch noch einen Ausweichangriff, der hat dann 18% Wahrscheinlichkeit, Angriffen auszuweichen und plus 18% Wahrscheinlichkeit, Geschossen auszuweichen. Wow. Der hat ja einiges drauf. Hat jetzt schon 246 Leben und 130 Energie. Nicht schlecht. Achso, du meinst jetzt die Nymphe? Ja, die Nymphe, da steht ja da hier in der Fähigkeit, dass da, dass sie 246 Leben hat und 130 Energie. Ja, natürlich, wenn du die dann an sich noch aufpushen solltest, dann kriegt die natürlich mehr Leben und Energie und was auch immer. Ja, schon wieder was gewunden. Ist halt genauso, Entschuldigung. Cool. Die Angriffsgeschwindigkeit gefällt mir sehr. Ja, die ist sehr, sehr schnell. Was ich erwähnen wollte ist, das ist ja genauso wie bei meinem Campbewohner, der ist jetzt, der hat jetzt, wie viel Leben hat er jetzt? Wow! 2021 Leben ist nicht übertrieben. 2000 Leben? Ich habe 2185 Leben. Siehste? Schon konkurrieren. Ja, naja, meine Wenigkeit wollt ihr nicht wissen. Nein, nein. Vor allem, wenn wir so laufen, hüpft sie dann auch immer noch so neckig. Ja. Finde ich voll cool. Das ist die Gehweise von der Nymphe. Finde ich sehr gut. Ja. Nur schade, dass lalala, ich stehe hier rum und mach nichts. Ja, toll. Du bist ja außen nur heilen, ne? So, ja. Schön fertig alles. Okay, wenn du heilen möchtest, dann heil mal bitte meinen Campbewohner. Danke. So. Du bist ein sehr netter Let's Play-Kollege. Na, du ja sowieso. Naja, schon nichts dagegen. Ich mach die mal hier einfach mal so. Ja, okay. Mit meinen Blitzen. Schockblitzt. Boah, die halten jetzt aber aus. Naja, die sind mittlerweile auch 23, ja doch. Na, zu viert ist das kein Ding. Let's play together zu viert. Naja, mit Pets. Sind ja halt nur Pets. Oh, hier ist Nebel. Oh, hier brennt's. Ist das Brennen? Ja, das ist ja, Rauch. Ja, hier qualmt es. Ihr habt wieder einer zu viel gequalmt. Ja, dreimal dürfen wir raten, wer das war. Immer diese Raucher. Alle sein, ey. Ja, das war als guter Gag. Aber nein, hier, da. Oena oder so. Aber immer diese komischen Namen. Kann ich immer nicht aussprechen. Ja, das sind halt ägyptische Namen. Whatever. Nein, das war... In Wirklichkeit war das der Telkine. Ach so. Okay. Der hat das hier so... Ja. So genau. Ja, genau. Wer sollte jetzt hier, was hast du denn zu sagen? Hier, dein Leid zu klagen. Du bist der Mann aus Griechenland, nicht wahr? Jo. Der Mann, der den Telkine getötet hat. Sowas von. Würdest du es glauben? Hier war auch ein Telkine. Ach so, er hat dies angerichtet. Noch gestern standen diese Säulen unbeschädigt. Ja. Ich habe diesen prometianischen Tempel vor Dieben und Wüstentieren bewacht, aber ich war machtlos gegen den Telkine. Um die Wahrheit zu sagen, ich war froh, ihm Leben zu entkommen. Ach ja, ja. Apropos Telkine, das sieht man ja auch im Intro-Video, ne, so ein Telkine. Wo der dann so ein Schädel aufhebt und den dann zwischen den zwei Händen zerdrückt. Ja, ja, Schädel, sagen wir mal, die Statue vom Gott des Zeus, ne? Ja, genau. Sieht man dann im Intro-Video auch schon, wenn man sich das so vorstellen kann, wie er aussieht. Ja. Ja, ich sag ja, bei jedem Spiel sieht Zeus immer anders aus. Das finde ich, oder allgemein die Götter, das finde ich auch genial. Deswegen. Ich meine, das war jetzt so ein Telkin aussehen, wenn man sich so fragt, wie das so aussieht. Ja. Dann sieht man das im Intro-Video, genau. Im ersten Part. Ja, oder beziehungsweise jetzt in der Playlist wäre das halt, ja doch. Das war der erste Part. Ja, stimmt, das wäre der allererste Part gewesen, stimmt. Allblut. Wieder Aalhaut. Ah, Aalblut, wie komme ich jetzt auf Aalblut? Oh Mann. Du hast aber Aalhut gesagt, ne? Nein, habe ich Hut gesagt? Aalhut, ja. Okay, Hut oder Blut, wie auch immer, das reimt sich. So. Hat schon 2 von 5. So, schon 2 von 5, cool. Ich meine, du hättest mehr bei der... Oh, hier ist eine Heldin, hallo. Blutherren Nace. Nace. Nace.
Und das spricht man immer so, dass das TH, also das TH, spricht man dann immer im Englischen so komisch aus. Ja. Dann, Moment mal, wir gehen erstmal hier nach unten. Ach, hier ist eine Höhle, hab ich schon gesehen. Oh, hallo, warum konnte ich jetzt nicht rein? Das ist der Weg nach Feilen. Mit den mystischen Runen hier auf dem Brunnen der Wiedergeburt. Das sind bestimmt die Wiedergeburtsrunen-Dinger-Bumsen. Ja. Hieroglyphen. Ich wollte irgendwas sagen, egal. Ja, das hat man gemerkt, Toni. Die wurden nicht so gefunden, wie ich das so angedacht hatte. Ja, das passiert manchmal im Let's Play, aber das ist ganz normal, Toni. Knochenskarabäen gibt's hier. Die sind nämlich ganz grausig. Und Kryptowürmer, deine Lieblingstiere. Ja, schon. Mhm. Ah, ich zieh dich gerne damit immer auf. Ja, ich merk das schon. Mit den Würmern. Oh Mann. Ja? Ja, so sind wir heute drauf. Wo willst du denn? Ach, hier hast du noch was. Hier hast du noch was gefunden. Okay, auf eine Art und Weise ist die Nymphe sehr nützlich. Dann wissen wir, ob hier noch Monster sind oder nicht. Ja. Zock, 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 zock. Macht die kleinen Fische gerade tot? Ja. Knochenskarabe, Beusen. Beuse. Das war ein Gag. Hier geht's noch lang. Ja, Moment, Moment. Nee, ist alles weiß. Hier ist nur eine einfache gearbeitete Truhe. Lol, und die habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Du hast gute Adleraugen, Toni. Nee, ich drück immer die Taste, wo man hier das alles anzeigen lassen kann. Ich habe mir das auf Tabulator gelegt. Deswegen. Weil ich das so aus dem anderen bekannten Spiel des gleichen Genres gewöhnt bin. Zum Beispiel? Ich möchte zwar jetzt keinen Namen nennen, da tut man wieder Werbung machen da so, darum habe ich das so umschrieben. Okay. Aber du weißt ja bestimmt, was ich meine. Ja. Den anderen Vertreter von der etwas größeren Firma, die es heute noch gibt. Ich könnte es mir vorstellen, Toni. Ja. Da habe ich mir das auch immer auf Tabulator gelegt, damit ich mir alle Gegenstände anzeigen lassen kann, die auf dem Boden liegen. Okay. Ja, so kann man es auch machen. Das ist am nächsten, ne? Oder liegt schon wieder Außenpanzer? Außenpanzer ist neu, glaube ich. Der dicke Außenpanzer eines insektoiden Monsters kann nur Schilde erweitern. So. Sag an. Ich lese das jetzt immer vor, was da drin steht. Ja, ich glaube, das werden wir ab sofort immer machen mit neuen. Weil das manchmal auch sehr, sehr, sehr witzig sein kann, was da steht. Und auch interessant. Und interessant, genau. Genau. Sag ich mal, wir sind heute sehr gut gelaunt, aber das gefällt mir. Sowas von. Und ich hoffe, die gefällt auch. Ein Knochenhaufen, weil hier wieder jemand abgenagt wurde von diesen Käfern. Ja. Boah, hier ist es so still. In der Höhle. Und hier geht's schon wieder raus. Weil das nämlich die Hochebene von Gizeh ist. Und wir sind schon auf dem richtigen Hauptweg und wir haben noch nicht die Aufgabe gemacht. Das gefällt mir nicht. Müssen wir wieder zurückgehen, ne? Ja. Hey. Und wir waren auch nicht in der Stadt, wo wir gerade da... Oder zum Händler. Ha, da können wir jetzt mal ein paar Sachen verkaufen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück in die tropfende, stinkende Höhle. Uns gefällt es ja hier drinnen so. weil wir genauso sind, tropfend und stinkend. Ja, das war jetzt nur ein Gag von meinem Netzwerk. Also, da müsst ihr jetzt keine Sorgen haben, lieben Zuschauer. So ist er immer drauf. Ja. Er war auch so schon bei unser Let's Play Together Secret of Mana schon. Ja, immer so ein saloppen Spruch auf den Lippen. Mhm. Aber das ist auch gut so. Da merkt man, glaube ich, auch meinen Gemütszustand. Manchmal rede ich kaum was und nur so, Da bin ich dann meistens immer so, wenn ich dann so müde bin oder sowas, dann wäre ich halt ziemlich ruhig. Wenn man da so aufnimmt, das merkt man dann, glaube ich. Ja. Denke ich mal so. Auf jeden Fall merkt man das. Dass ich dann übelst wenig rede und mich kaum noch die Augen offen halten kann. Ja, man Mies, sollte... Ich glaube, letztes Mal war oder so, ich weiß gar nicht, in der letzten Aufnahmesession von Titan Quest. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war so. Okay. Ja. Ah ja, jetzt sind wir in der Oase. Oase, Feien. Fayum. Fayun. Fayum. Der Sennemut. Ja, Sennemut. So. Und Menneken Manat. Nee, was? Was? Menenakt. Irgendwie so, Menekt. Irgendwie so. Das ist halt so ein ziemlich guter Name. Ja. Und Horem Map. Horem Map. Oh, ich hab den gerade geheilt. Max,
geil. Ja, das hab ich gesehen. Wollen wir erstmal den Astri, den Halunken ansprechen? Der hat nämlich auch eine Nebenaufgabe. Schriftrolle Stromhexen. Nächsten Ober. Willst du erstmal verkaufen oder was? Hab ich schon. Achso, du hast schon, ich noch nicht. Ich hatte nicht so viele Sachen, deswegen bin ich jetzt schon fertig. Oh, mein Stromtreffer. Oh, Schlachtbogen des Frostes. Stromtreffer ist doch glaube ich besser. Auszehrender Knochenstab. Ein Amulett des Scharfsinns. Ah, nö. Nö. Isolierender Ring des Lebens. Nö. Alles weg. Und wie viel Geld hast du jetzt? 208.000. Gut. Wow, also hast du schon bald die 300.000 geknallt. Wow. Gute Reise. Moment, warte doch. Ich will nämlich mal den Sonnemut. Der Sonnemut. Hat auch noch was zu sagen, hier oben. Der da. Was hast du denn? Sei gegrüßt, Reisender. Sei gegrüßt. Wir haben hier in letzter Zeit nicht viele neue Gesichter gesehen. Achso, ja. Ich weiß nichts über alte Artefakte. Achso. Das einzige alte...